Mein Kollege Johannes Koch ist in Bückeburg. Die Bundeswehr sucht neues Personal. Wie versucht die Truppe heute, neue Menschen für sich zu begeistern? Naja, man versucht sich hier als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. 20.000 Dienstposten sind unbesetzt bei der Bundeswehr. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und die Wehrpflicht wieder einzuführen, das sagte der Verteidigungsminister heute hier bei einem Statement, das würde das Problem nicht lösen. Das ist viel zu teuer, kaum durchsetzbar und würde viel zu lange dauern. Also braucht es solche Veranstaltungen, wo man sich präsentiert, großes Gerät präsentiert, aber auch im Gespräch den Interessierten erzählen kann, was man als Bundeswehr denn als Arbeitgeber leisten kann, aber auch generell, was man als Bundeswehr eben leistet. Verteidigungsminister Pistorius ist vor Ort und hat auch eine Rede gehalten. Welche Themen standen da im Mittelpunkt? Ja, letztendlich waren das zwei Themen. Das eine Thema, das haben wir gerade am Anfang schon gehört, da ging es ums Geld. Er sprach noch einmal davon, dass die Bundeswehr kaputt gespart sei und auch vom Sondervermögen. Er hat heute angekündigt, dass bis zum Jahresende gut zwei Drittel des Sondervermögens gebunden sein sollen. Das bedeutet nicht, dass das dann schon ausgegeben ist, aber dass quasi das Gerät dafür schon bestellt wurde. Außerdem ging es hier heute um das Thema Dankbarkeit. Er forderte mehr Dankbarkeit gegenüber Soldatinnen und Soldaten und kriegte dafür auch viel Applaus, natürlich bei einer solchen Veranstaltung hier, denn hier kommen vor allem Menschen hin, die natürlich der Bundeswehr eher wohlgesonnen sind. Das sind nicht alle. Friedensaktivisten hatten angekündigt zu demonstrieren und haben hier zum Beispiel die Beschilderung rund um den Flugplatz wohl wahrscheinlich geändert. Das führte zu einem recht großen Verkehrschaos. Danke für diese Eindrücke aus Bückeburg, Johannes Koch. Vielen Dank.